Hallo, ich nehme gleich im Nachhinein noch eine Folge auf. Die letzte habt ihr wahrscheinlich gesehen, da haben wir 25 Kisten gehabt, jetzt haben wir 20 Kisten. Weil wegen ist so. So, ich habe in den letzten Aufnahmen mit 25 Kisten einen Redskin bekommen. Und wir sind jetzt mittlerweile an dem Punkt angelangt, wo es Zeit wird für das goldene Symbol. Ja, langsam juckt's in den Fingern und in den Zehen. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass es heute kommt. Es muss. Es ist an der Zeit. Ansonsten heißt es nicht mal Dardosh ist lucky, sondern Dardosh hat es endlich hinter sich gebracht. Und das wollen wir ja nicht. Ja, ich will ja der lucky Dardosh bleiben, der ich bei Gaben war in den letzten Wochen. Aber es sieht nicht mehr gut aus. Es sei denn, das Knife, was kommt, ist 1000 Euro plus wert. Dann ist das okay. Ja, sagen wir 600 Euro plus. Wenn das 600 Euro plus wert ist und in den nächsten drei Folgen kommt, ab heute, inklusive dieser Folge, ja, in den nächsten, also heute, morgen und übermorgen, weil die Folgen werden nicht jeden Tag kommen, aber in den nächsten drei Folgen, und das Knife ist über 600 Euro wert, dann ist es alles worth it gewesen. Und dann dürft ihr noch weiterhin sagen, dass ich lucky bin, weil das war lucky halt im Endeffekt, okay? Nehmen wir so mit. Wenn das Knife weniger wert ist oder ich länger brauche, dann ist das ein anderer Schnack. Dann müssen wir mal schauen, ja? Dann bin ich eher nicht so des Hypes wegen hier unterwegs und Lucky Dardosh ist, ja, erstmal abgestellt auf irgendein Gleis. Ich habe auf jeden Fall ein paar Redskins gefarmt. Leider keine richtigen Banger-Redskins, also der in Stat FN wäre natürlich richtig sick, oder selbst Stat Minimal Wear ist schon ganz akzeptabel, aber der Rest ist halt nicht so gut. Oh, damn. Ist aber auch sehr dunkel. 0,94er. Rapidu, rapida, wir zischen durch, tralalala, okay. Wir reden wir darüber. 3% Chance, by the way, Pinkskin zu bekommen, zu Zucker. Und unter 1% Redskin. Und unter 0,5 Knife. Rare Special Item. Rare Special Item. Oh, FN. Was kostet das Schmankerl? Naja, 3,50. Macht es wieder wett, die eigene Kiste. Der Lucky Nose Click hat uns einen Star Trek Blue Skin gegeben. Okay, der normale auch. Beides viel testet. Ja, heute ballern wir durch. Heute wird es ein kurzes, knackiges Video. Selbst wenn das Knife kommt, unter 8 Minuten. Kein Problem. Übrigens, nur weil ich mich über Redskin beschwere, heißt es nicht, dass ich die nicht trotzdem haben will. Ich will zwar lieber das Knife, trotzdem nehme ich als Trostpreis auch den Redskin, den ihr gerade schon wieder gesehen habt. Jetzt drei Kisten schon. So schnell ballert man halt hunderte von Euros durch, ne? Ich meine, ich habe jetzt zwei Folgen hintereinander aufgenommen. Einmal 25 und einmal 20 Kisten und Kies. Das sind genau, fast genau 100 Euro. Und wenn hier jetzt nicht noch ein 600 Euro Knife drin ist, dann würde ich sagen, war das nicht so erfolgreich heute. Oh boy. Eventuell muss ich bald mal eine richtig, richtig ausgiebige, krasse Runde machen. Und mal 100 Kisten oder so auf einmal öffnen.
Aber eigentlich, dann kann ich auch gleich die ganzen Shit sparen und ohne Sponsoring in das Community, also ein Community-Opening machen. Ich meine, Junge, ist das ein Pull gewesen hier. 0,0085. But alright. Das war's mit der Aufnahme. Das war's mit dem Case Opening. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne eine Bewertung da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und schaut auf Twitch vorbei.